Hallo, meine Lieben, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Und zwar sind wir gerade in der Küche. Da ist meine Schwester. Und ich bin gerade am Kochen. Und alle gucken mich gerade voll durch, weil das gleiche habe ich gerade schon mal gesagt. ja, heute gibt es Tortellinis. Und ich koche gerade. Okay. Es ist voll das Scheißwetter. So, es gibt wie gesagt Tortellinis. Da. Die Mel ist oben. Die hat gerade heute Morgen gebadet und liegt jetzt am Gebadet? Schlafen. Ja, ich habe sie heute Morgen gebadet. Und wir haben schon 10 nach 12, gleich Viertel nach 12. Und ich soll schon mal kochen, hat meine Mama gesagt. Ich heute Morgen schon meinen Hund geschert. Hier liegt die Hunde. Schermaschine. Hier ist gerade eine Katze. Merlin, sag mal, was isst du denn da? Was isst du denn da? Lecker. Lecker, lecker. Süß. Lecker. Ja, alle hier am Essen. Wir können mal hochgehen zu Mel. Oh, die Mel ist schon wach geworden. Sternchen! Voll cool, ne? Du Felix! Geht's dir wieder gut? Also, er hat hier hinten diese rote Stelle gehabt. Und das sind wohl irgendwie so Bakterien und so, keine Ahnung. Milben. Und so, ja, so eine Milbenart. Und deswegen müssen wir das scheren und haben das eingecremt mit diesem Kokosöl, was wir gekauft haben. Wo habe ich das hingetan? Da oben, ne? Ich zeig dir das nochmal. Hier dieses Kokosöl hier. Das ist der Regen, ich dachte gerade, das der hier Kaffee. hilft dagegen irgendwie, wurde mir erzählt. Und deswegen haben wir das heute mal ausprobiert, dass die Küche halt immer noch voll ist. Da ist die Mel in ihrem süßen Overall. Schnuckelig. Will den Snuller nicht haben? Braucht ihr noch eine Flasche? Müssen wir noch eine Flasche machen? Gut, dann können wir ja schon hochgehen, alles für eine Flasche holen und dann gucken, dass das Essen so bleibt. Nein, du bleibst hier schön dran. Kannst nicht in die Ecke, sonst kommt das Essen. Der ist da immer noch. Kinderwagen steht hier immer noch von gestern. Und dann gehen wir mal hoch. Da wird jetzt gewickelt. Und willst du sie wickeln oder willst du machen? Ja, komm, wir machen. Sie hat aber eine Stoffwindel, das heißt, du musst eigentlich nur die Stoffwindel einmal aufziehen, wieder anziehen. So wickel ich sie mit dem Stoffwindel. Also du kannst sie auch komplett wickeln, ist mir auch egal. Hier unten sind Peppers. Da sind Peppers, die sind feuchtiger. Echte feuchtiger, oh cool. Ja. Und lege Sachen brauchen wir nicht. Weil du kannst sie auch was anderes anziehen. Ich habe nur nach dem Baden zieht sie halt immer ein Overall an, weil ich finde das so kuschelig. Hä, wie hast du sie gebadet? Ich habe hier Wasser drin gehabt. Und dann habe ich einen so ein Handtuch genommen und habe dann immer so in der Ecke so nass gemacht und dann sie überall so abgewaschen immer. Und der weiß nicht mal, was du willst du denn anziehen? Ist ja heute ziemlich kalt. Guck mal, was das passt. Passt dir alles? Ja, passt alles. Manche Sachen sind auch Lennox-Größen. Nee, Lennox habe ich alles schon aussortiert. Hä? Letztens, wo ich dir was ausgesucht habe, von da drin waren da ganz viele Sachen, die da drin, Maggie zum Beispiel, sind noch so. Kann sie das hier anziehen? Ja. Okay. Alla! Ein Body hat sie an. Willst du den anbehalten? Alla! Soll ich den Body auch anziehen? Musst du wissen. Ist das ein Body oder nur der Pulli? Das ist ein Pulli da unter. Bist du dir jetzt nicht ganz weg? Also, die kleinen Mädels haben sich ausgesucht, das hier, für die Mel, heute. Haben wir in der Frische Pampas oder die wieder? Die ist cool. Frische Pampas. Wirklich? Ja. Hast du noch mehr andere Pampas? So, nee, ich will mir noch neue kaufen. Im Moment habe ich mal die. Den Overall könnt ihr gleich wieder hier rauf machen oder hinten in die. Oder hier in die Wäsche. Hier habe ich auch die anderen Sachen. Da ist unsere Wäsche. Und nimm die wieder. Das mache ich auch mal mehr, das ist nicht schlimm. Hallo Jakob, noch da. So, dann habe ich vorhin schon unsere Gardinen abgeschnitten. Oder gestern auch. Heute Morgen habe ich noch ein Stückchen weiter abgeschnitten. Die waren ja viel zu lang und jetzt sind die so ganz schön knapp am Boden. Elefantenzimmer. Elefantenzimmer, ja, genau. Hier haben wir die Elefanten. Voll cool, wenn man hier wickelt, dass man die dann sieht. Theorie. Da hinten ist auch ein Elefant, genau. Hier gibt es sogar zwei, ein kleiner und ein großer.
Ja, damit du hier auch mal Arbeit bekommst. Ja, ich bin richtig oft schon bei dir im Video drin, ne? Ja, soll Mama und Papa dazu nicht mehr sagen? Wir haben ja selber einen YouTube-Kanal, also. Mhm. Maggie, wo soll der hin? Der kommt ganz rechts hier. Ja, tut mir eure Ordnung. Weil, guck mal, ja, ich hab meine Ordnung. Guck mal, hier sind so Jacken. Jacken. Was hier? Die Jacke ist ja geil. Der hat die gestern an. Dann kommen hier Pullis. Das ist ein Schlafanzug. Dann kommen jetzt wieder Stormler. Und dann kommen auch hier so Overalls. Was sind diese ganzen Anzüge? Und Kleidstück von. Alles klar. Und hier für die Jacke brauche ich noch. Nee, das ist scheiße, wenn sie lang am Body hat. Ja, das kenne ich. Den müssen wir, da brauche ich auch nochmal einen Platz mit dem. Vielleicht eine neue Mütze oder so. Ja, kannst du auch mal gucken. Jackie, wo gibt's Mützen? Hier oben. Hier, wir kaufen, du kriegst die. Hier ist auch eine Sternchen. Die passen. Hier ist ja süß. Meine Freundin selber genäht. Gibt es sogar beiseitig. An der Seite mit Monstern. So cool. Schon wieder eine Ankunft. Du hast keine. Ah! Ich kann die Kiste auch umwickelt stellen und schauen mal. Okay. Rechts sind die ganzen Socken und so. Kannst auch mehr hierher kommen. Komm ja schon hier. Dann. Bitte nicht sehen. Snoopy! Maggie, wie viele Mützen hast du eigentlich? Wie viele Schuhe hast du? Ich glaube nur das hier und noch ein anderes. Was sind da? Lang am Body. Das sind kurz am Body. Und was ist da? Bettwäsche und so. Und dann hast du noch mehr Klamotten. Mich verarschen. Darf ich sie auch mal nehmen? Schnulli nicht vergessen. Schnulli? Dann müssen wir hier wieder alles ausmachen. So. Und Matti, Wie ist das? Ich nicht. Schnurzki. Nein, er hält nicht. Mäcki. Ich nur, er hält nicht. Du hast eine ganze Schulwecke, deswegen hält er auch nicht. Mel heißt sie. Ja. Mel ist Jorin. Jorin ist fertig. Und jetzt die auch wieder alles ordentlich. Hier hinten haben die kleinen so einen Teddy von Felix bekommen. Von welchem Felix? Von Felix, dem Menschen Felix. So. Ich würde lieber einen Elefanten. Mann, dieser Schnuller hier. Ja, aber den haben wir schon ganz lange. Der hat mich damals im alten Zimmer im Schrank. Und jetzt habe ich gedacht, tue ich ihn mal hier hin. Der hält nicht. Oh, wie süß ist. Hast du den selbst gemacht, Maggie? Die Kette habe ich geschenkt bekommen. Ich komme für das neue Baby auch nochmal. In grau-weiß. Kleine Diva. So, jetzt müssen wir noch eine Flasche raussuchen. Hier unten haben wir noch keine Knöpfe dran, die muss ich noch anmachen. Vielleicht gibt's Hammi. Weil die eine Seite ist noch nicht ganz fest, hier die Tür, die wackelt noch. Hier unten ist auch immer noch alles sehr unordentlich. Aber ein Video kommt ja auf jeden Fall zu denen. So, jetzt müsst ihr euch hier noch eine Flasche raussuchen. Hier sind doch deine genähten Sachen. Ja, ich hab die heute Morgen gefunden, jetzt muss ich nur noch... Guck mal, hier ist oder Mels Bauch. Wieso kriegst du die nicht? Hat die so einen harten Bauch, ich mag das nicht so gern. So, mit der Wumme. So, meine Lieben, wir sind fertig. Mel wurde gerade noch mal kurz ausgezogen. Jetzt machen wir die Flasche. Die Mädels haben sich für diese neue Flasche entschieden, für das neue Baby. So, hier ist jetzt ein ganz, ganz neuer Nuckel drauf. Die sind voll schön, die ganz neuen. Antikolik-R-System. Was? Aldi.
Willst du es nicht mehr anziehen? Dann kommt es hier hinten rein. Ich dachte, sie bleibt im Ja, dann kommt es aber hier hinten rein. Wo rein? Da. Das ist die Wäschekorb. Genau. Und die ganzen LKWs hier. Und Motorräder. So. Jetzt müssen wir aber noch was zu essen machen. Oh, das Wetter ist richtig lecker. Oh nein. So, eine Hand ist sowas ziemlich schwierig. Ich merke schon. So. Ist das so Welsch, ne? Nee. Muss da nicht mehr nochmal neu machen. Den hier möchte ich ja einfach nur ins Bett legen. Der ist ja My First Nook, diese kleinen. Die bekommt man eigentlich immer im Krankenhaus. My First Nook. So einfach nur so ins Bett gelegt werden als Deko. So. Dieser Elefant. Das ist der Elefant. Das muss doch eigentlich auch hier rein. Ja, stimmt. Genau da rein. Ja, ich muss das nachher auch noch alles wegräumen. Und dann ist die Wäsche auch schon fast voll, ne? Muss ich auch mal wieder machen. Ja. Ist noch was von meiner Gardine. Der Labello muss ja auch nicht liegen. Schon lange gleich mit Indus, gleich mit Indus. Hast du das schon mit dem Zeug auch gemacht? Nee, das mache ich bei Mel nicht so gern, weil davon gehen die kaputt meistens. Die Haut und so. Nimmst du sie auch nicht ein? Nee. Also nur Deko? Ja, nur Deko. Ja, auch noch aufräumen. Den Himmel muss ich auch noch zu Ende nehmen. Oder hier oben. Ich möchte sehen, ob sie wirklich so einen dicken Bauch hat. Willst du hier jetzt die Bauchplatte anmachen? Ja. Daher habe ich Merlin gesagt. Ja, Merlin. Der soll hier nicht rauchen. Merlin, er geht in meinen Schrank. Er geht in meinen Schrank. So. Die Flaschen müssen wir gleich machen. Jetzt bekommt die Melanie Bauchplatte. In der Zeit kann ich immer ihr Bett aufräumen hier. Ich muss ihnen aber auch was erzählen, was du machst. Ne? Nein. Meine Schwester macht das jetzt mit euch. Nee, das ist total schwierig, die darauf zu kriegen, weil das muss. Nur die Bänder müssen so richtig so und das muss alles so. Ich bin verstanden. So aufliegen. So, genau. Nein, das musst jetzt, du musst jetzt umdrehen. Kopf einmal umdrehen. Dann sie einmal umdrehen. Für die Fertigkeit, wir das Trinken dabei. Das Trinken, den Schnuller, ein Spuchtuch. Gut. Alles. Können wir jetzt was zu trinken machen? Nein, wir tippen heute auch. Ja. Mehr ist die Mama von mir. Maggie, soll ich in der Flasche Wasser reinmachen? Ja. Wasser für den Baby. Also weich ist auch kalt. So. Fertig. Musst du die um die Schulter machen? Auch um die Schulter. Gibt's jetzt für die Mel lecker trinken? Sie hat kein Lätzchen. Lecker, lecker, lecker. Wie viel trinkt die Kleine immer? Nicht so viel. Aber ein bisschen. Ich bin dafür, dass du das wieder machst. Ja, gleich. Wir bringen Mel gleich ins Bett. Ja, Mittagsschläfchen muss Mel machen. Mittagsschläfchen? Wie spät ist es denn schon? Schon gleich eins. Ist sie bei euch hingemacht? Mhm. Sehr schön.
gleich mit. Rein. Boah, schön warm ist die Decke, die männlich. So, Mäcki? Ja, nicht so weit. Immer nur so. So? Hat Mel das, ja. Gute Nacht, Mel. Hier ist ein Stoffdeck. Dein Stoffdeck. Die Jalousie muss noch zu. Aber nicht ganz, weil die eine Seite ist nicht ganz fest. Genauso nur. So, meine Lieben, ich habe jetzt gekocht. Und jetzt gehen wir kurz zur Mel mal gucken. Die noch schläft. Sie hat eben noch geschlafen. Schläft noch. Ich hatte sie eben schon auf dem Arm. Sehr gut. Aber sie schläft noch gut. Dann würde ich sagen, dass wir den Vlog hier beenden. Nehmen wir dies. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Was? Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.